Seid gegrüßt, ihr Abenteurer, und willkommen zurück zu Let's Play God of War Chains of Olympus. Und wir sind immer noch im Hades, beziehungsweise im Tartarus, und zwar bei den Fesseln von Atlas, die, wie wir im letzten Video festgestellt haben, gesprengt wurden, denn Atlas ist ja frei und hat Helios gestohlen. Da ist jetzt natürlich die Frage, wer hat ihm das ermöglicht? Es muss irgendjemand sein, der hier durchaus etwas zu sagen hat. Es muss irgendjemand sein, der etwas davon hat, wenn Zwietracht zwischen diesen verschiedenen Fraktionen gesät wird. Aber wer und warum? Nun, das werden wir hoffentlich dann demnächst mal herausfinden. Ich weiß ja auch noch gar nicht, wie lange das Spiel jetzt überhaupt noch gehen wird. Wir haben ja fast alles freigespielt. Es fehlt an sich nur noch eine Waffe. Oder eine Magie, je nachdem. Und darüber hinaus, glaube ich nicht, dass es noch lange gehen wird. Aber gucken wir mal. Ich kann mich natürlich auch irren. Meistens war es so, dass wenn man alles hatte, und wir haben ja beispielsweise auch alle Gorgonenaugen schon und alle Phönixfedern, dass es dann nicht mehr so lang ging und es dann quasi ins letzte Fünftel oder so kam. Aber gucken wir mal. Jetzt machen wir erstmal diese Passage. Ist wieder eine sehr coole Idee hier, an entlang der Ketten hier zu fliegen. So. Jetzt müssen wir da rüber. Ah, okay. Müssen wir in die Richtung machen. Ah, hier nehmen wir wieder unseren Gauntlet! Bams! Warum kann ich euch nicht zerprügeln? Ich wollte es gerade sagen. Und der Schlag des Olymp! Ey. Der Schlag des... Hallo? Ich bin Doomfist. Lass mich fisten. Komm schon. So, so ist es auch viel leichter so rum. Was machen die Harpien eigentlich da drüben? Himmeln die ihr Leben oder was? Ich meine, die eine Harpie, die macht ja gar nichts. Die klebt da irgendwie am Bildschirm ran und denkt, sie ist cool. Ich bin schüchtern. Ich will mich dem Kameramann nicht präsentieren. Nicht so freizügig. Ja, die haben ja auch nichts an, oder? Oder sind die Brüste durch ein Fellkleid bedeckt? Ich glaube nicht. Also nicht, dass ich es jetzt gesehen hätte. So. Oben. Hier haben wir einen Wasserfall. Sag mir nicht, er stößt das jetzt einfach weg. Ah, okay, mit dem Handschuh. Ja gut, das ergibt Sinn. Nice. Sehr schön. Hier hinter ist nichts mehr. Da können wir auch gar nicht lang gehen tatsächlich. Das wäre wieder so ein gutes Versteck für eine Truhe gewesen. Das Ziel ist nah, okay. Dann sind wir wirklich dem Ende nah. Also, es wirkt zumindest so. Ah, okay, jetzt, das war einfach nur die Cutscene, dass wir jetzt quasi aus dem Hades entkommen sind. Jetzt geht's hier nach oben. Jetzt wird hier wieder eine Kampfarena kommen. Da haben wir nochmal zwei Truhen, wo wir wahrscheinlich einiges nochmal an Ressourcen bekommen werden. Oh, das sieht sehr, sehr gut aus. Vor allen Dingen haben die Truhen ein etwas anderes Design. Das spricht schon immer dafür, dass wir hier dann eben besonders viele Seelen bekommen werden. Jo. Ich würde sagen, wie gesagt, wir bleiben jetzt beim Panzerhandschuh. Der ist schon ganz cool, muss ich sagen. So. Ach, hier sind wir jetzt wieder. Okay. Wie cool ist das denn bitte?
Ah, okay. Jetzt weiß ich auch, was die Dämonenrage ist. Die Dämonenrage kommt quasi, nachdem wir den Efrit beendet haben. Können wir die kaputt hauen? Okay, wir können das einfach kaputt hauen. Ich kam gerade darauf, weil das halt so leuchtete. Jetzt können wir das Tor zerstören. Da muss ich mal wieder sagen, das ist wieder richtig gutes Leveldesign hier. Jetzt kommen wir quasi zurück zu Charon und können ihn wahrscheinlich besiegen. Ist das damit gemeint? Immerhin fing diese ganze Unterweltsache überhaupt erst mit ihm an. Dadurch, dass er uns halt runtergestoßen hat. Ja, jetzt kriegen wir volles Leben und jetzt werden wir wieder gegen ihn kämpfen. Wieder du. Die Wände des Tartarus konnten Atlas nicht aufhalten. Und auch ich fürchte sie nicht. Die Götter haben offensichtlich Mitleid mit ihren Sklaven. Du unterschätzt mich, Charon. Dieses Mal werde ich keine Gnade zeigen. Ja, dann bin ich ja mal gespannt, wie sie ihn jetzt besiegen wollen. Ja, das war auf jeden Fall schon mal nicht uneffektiv. Wow. Block das jetzt einfach alles weg. Ich hoffe nur, dass er seine mega krasse Superwelle da jetzt nicht hat. Die er beim letzten Mal hatte, die mich einfach sofort ausgelöscht hat. Denn wenn... habe ich quasi keine Chance. Das macht auf jeden Fall schon mal gut Schaden. Jetzt haben wir ihn tatsächlich auch schon weiter runter geprügelt als beim letzten Mal. Oh scheiße, da kommt er jetzt nämlich. Ah, look at that! Kann ich nicht die Säulen zerschlagen? Hm, merkwürdig. Er hat jetzt wieder volles Leben. Ich glaube, ich habe gerade einfach nur den falschen Knopf gedrückt. Ich glaube, ich weiß, woran es liegt. Ich glaube, ich weiß, wie wir ihn abgewiesen. Was denn abgewiesen? Ich habe ihn noch nicht abgewiesen, den Charon, den Kleinen. Jetzt gehen wir mal wieder auf Distanz. Tatsächlich ist das am einfachsten. Er hat aber auch eine Reichweite, doch. Ah, so geht's nämlich. Jetzt können wir quasi nach und nach die Grundfesten seiner Macht ausschalten. Okay, geht er wieder auf? Ja, geht er wieder. Das ist eine schöne Möglichkeit, um Schaden zu machen. Das blocke ich einfach alles weg. Das ist am einfachsten. Macht er jetzt nochmal den. Yo. Ich meine, dass die Gegner nicht kapieren, dass ich sie gerade so besiegen kann. Ne? Das ist schon irgendwie traurig. Sehr gut. Jetzt fehlt ja nur noch eine Säule. Oh, fuck. Blöde Idee. Blöde Idee.
glaube, so langsam geht ihm auch die Düse. Weil er halt jetzt mitkriegen sollte, dass ich ihm schaden kann. Und dass ich sein Geheimnis gelüftet habe. Da haut er schon wieder ab. Okay, das war fies. Da konnte ich nicht wirklich viel gegen machen. Los, komm her, Habibi. Noch die Skalt. Sprügel ein bisschen auf die rum. Dass du Holzkohle bist oder so. Ah. Und komm wieder. So, und jetzt hauen wir die letzte Säule weg. Perfekt. Oh! Tja, Charon. Komme ich da nicht hin? Oder muss ich ihn so wegprügeln? Ernsthaft, wie kann ich ihn denn töten? Ah, warte mal, da liegt was. Seht ihr das da vorne? Da liegt etwas. Was stimmt denn mit dem nicht? So, jetzt kriegst du aber aufs Fressbrett. So richtig aufs Fressbrett. Gute Schnitzel. Erstmal plattklopfen. Gute Reise. Ja. Nach dem Sieg über Charon drang Kratos tiefer in den Hades vor und kam seinem Ziel näher. In der Ferne sah er, wie das strahlende Licht von Helios die Unterwelt erhellte. Aber dann entdeckte er etwas am Ufer. Wo ist Atlas? Kratos glaubte, er könne seinen Augen nicht mehr trauen. Calliope! Beim Anblick seiner Tochter erkannte Kratos, dass alles, für das er gekämpft hatte, alles, was er wollte, zum Greifen nah war. Die Jahre im Dienst der Götter hatten seinen Schmerz nicht gelindert und seine Bürden nicht genommen. Und nun hatte er Calliope gefunden. Calliope! Jetzt ist natürlich die Frage, ist das eine... Sie haben Charons Zorn erhalten. Ach, sehr cool. Die letzte Fähigkeit wohl. Charons Zorn. Ah, okay. Cool, also so ein Damage-over-Time-Ding irgendwie. Vor allen Dingen muss man da nicht... Hat das Ding keine Flugbahn, also es macht halt einfach so Schaden die ganze Zeit. Während diese Sonne von Helios ja zum Beispiel möglicherweise von irgendetwas abgehalten wird, also die Flugbahn. Von daher ganz cool. Viele Viecher sind das denn? Das Geile ist, es treibt den Counter hoch hier. Den Treffer-Counter.
Und was auch noch geil ist, es macht offenbar Umgebungsschaden oder es springt über. Das sah jetzt zumindest gerade so aus. Gucken wir uns mal Charons Zorn an. Charons Zorn. Mehr Gegner treffen. Machen wir mal. Finde ich ganz gut, muss ich sagen. Und mehr Gegner treffen. Nochmal. Warum nicht? Aber geben wir erstmal hier den Rest in den Panzerhandschuh. Because it's nice. Ja, was ich mich frage bei Calliope, ist sie es wirklich oder ist das nur eine Manipulation? Von irgendwem, der Kratos dazu bringen will, seinen Feldzug zu beenden. Das kann natürlich auch sein, theoretisch zumindest. Also wir möchten natürlich speichern. Denn die Götter sind so nett zu uns und lassen uns speichern. Der Tempel der Persephone. Also die Frau von Hades. Warum ist Helios denn hier? Ah, look at that. Persephones Versprechen. In ihrer Jugend wurde Persephone von Hades entführt und als seine Braut in die Unterwelt gebracht. Ihre Mutter, Demeter, die Göttin der Erde, verwehrte der Erde ihre Früchte, bis ihre Tochter zurückkehren würde. Zeus stimmte zu, doch Persephone hatte bereits vom Granatapfel der Frucht des Hades gekostet. So musste sie auf ewig einen Teil des Jahres in der Unterwelt bleiben. So entstanden die Jahreszeiten. Ach, interessant. Also mag sie es gar nicht, oder was? Der Tempel der Persephone. Das Heim von Persephone, Weib des Hades und göttliche Königin der Unterwelt. Ist halt die Frage, wenn sie einen Hass gegen Hades hegt, könnte es ja sein, dass sie etwas mit Helios Verschwinden zu tun hat. Persephone, die tragische Königin, herrscht voller Trauer über die Toten. Ihre Rückkehr zur Erde im Frühling wird vom Blühen der Wiesen begleitet. Muss sie im Herbst zurück in die Unterwelt, sterben die Pflanzen und nichts wächst mehr. Okay. Also sie hasst ihr Schicksal. Dann steckt sie da garantiert dahinter. Das würde ja passen. Es würde einfach passen. Das klappt doch gut mit Charons Zorn hier. Das ist eine ziemlich coole Fähigkeit. Ich wollte gerade sagen, sind die anderen einfach still und heimlich gestorben, während ich mich mit dem kleinen Stubentiger hier abgegeben habe? Fuck. Dann stirb halt so. Soll mich auch nicht stören. Und jetzt kommt der Zorn. Der ist überall. Krallen. Why are you ruckling? Ich dachte gerade, da wäre eine Truhe. Irgendwie habe ich das falsch gesehen. Okay, also diese Festung ist irgendwie relativ groß. Ja gut, wenn hier eine Truhe ist, dann natürlich nicht. Wenn es nur einen Weg gibt, dann ist sie doch nicht so groß. So, 4000 Seelen schon wieder. Wo kommt das denn alles her? Auf jeden Fall können wir jetzt den Panzerhandschuh nochmal verbessern. Sehr geil. Blitzlauf. Blitzdreschen.
Blitzstoß, Blitzdreschen, Luft, olympischer Donner. Alter, ist sogar das Maximum. Okay. Okay, man kann jetzt mittlerweile so viel machen mit dem Ding. Das ist schon echt nicht schlecht. Was haben wir hier? Noch eine Tür. Calliope. Ich wollte gerade Calippo sagen und dann fiel mir auf, dass es ein Eis ist. Ach, ich kann die einfach so meucheln. Ist ja krass. Das macht schon einfach Spaß, Leuten einfach ein paar Mal aufs Maul zu hauen. Komm her. Komm her. Nein! Okay, langsam muss ich auch wirklich aufpassen. Die müssen wir mal so umnieten. Kann man die jetzt eigentlich so zerstören? Ja. Ich habe das Gefühl, dass auch erst dann der Weg ins nächste, in den nächsten Raum frei wird. Nö! Ja, vielleicht auch nicht. Aber wir haben sie jetzt auf jeden Fall alle zerstört und wir haben sehr, sehr wenig Leben. Gott sei Dank jetzt kein Problem mehr sein dürfte, denn wir haben einen Speicherpunkt gefunden und ein paar Truhen. Schon wieder 3000 Seelen. Da wir nicht mehr viel zu verbessern haben, gehe ich fast davon aus, dass jetzt demnächst der Endkampf kommen müsste. Oder? Also es kann ja nur Atlas oder Persephone sein, wer sonst? Ansonsten wüsste ich nicht, wer der Endgegner sein soll. Also Helios ja bestimmt nicht. So viel steht fest. Da ist wieder Calliope. Oh, okay. Blöder Zyklop. Mann, jetzt fängt der Scheiß schon wieder an. Zyklop am Spieß wünsch ich mir.
Oh ja, der haut rein. So, jetzt haben wir hier noch einen kleinen bisschen Spaß mit Quicktime-Dingern. Mach schön das Auge auf und tschüss. Da kommt der nächste Fregel von euch. Es sind zwei. Es sind einfach zwei. Nö. Ja, ich glaube, ich werde erstmal beiden die Rüstung wegkloppen, bevor ich da was mache. Ansonsten ist es alles ein bisschen zu mühsam. Ah, super. So. Beide sind verwundbar und kriegen jetzt aufs Fressbrett. Und gerne nochmal. Und gerne nochmal. Offenbar gefällt ihnen das beides nicht. Und weg. Holy moly Macaroni. So, da kam ich her. Es gibt jetzt zwei Wege. Müssen wir in beide Wege gehen oder gibt es hier eventuell... Okay, da sind Truhen. Hier geht's weiter nach oben. Ich glaube, wir gehen erstmal hier lang. Es scheint auch die richtige Entscheidung gewesen zu sein. Wir brauchen auf jeden Fall Magiepunkte. Jetzt wieder fast 2000, die wir einsetzen können. Und da kommen wir dem Maximieren von Charons Zorn auch schon ziemlich nahe. Hä? That seems familiar. Ich wollte es ja nur mal gesagt haben. Sehr gut, das läuft. Boom! Fratzengeballer! Nice! Boom! Okay, Okay, da muss ich wirklich sagen... Der Handschuh ist ja mal krank. Guckt euch das an. Wie der die wegballert. Warum lief das denn ebenso schlecht? Kann ich gar nicht mehr nachvollziehen. Denn die kommen ja nicht mal mehr zum Schlagen. Die werden einfach weggeprügelt. Die werden einfach mal weggeschnetzelt. Der ist auch tot. Komm her! Jetzt reicht's! Komm her! Fressluke her! Fressluke hinhalten! Boom! 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 Nice! Genau so habe ich mir das vorgestellt. Weg! Ich will den Kopf wegmachen. Geht doch. So, nächste Ebene. Persephone, gib dich zu erkennen. Ich weiß, dass du die Drahtzieherin bist. Nein, es ist nur eine Vermutung. Aber es ist irgendwie... Geht es immer mehr in die Richtung. Ich wette, Calliope, die lockt uns nämlich jetzt irgendwo hin. Das ist alles nur eine Illusion, die uns irgendwo hinlocken soll. Ah, verstehe. Jetzt haben wir also einen
Autsch. Ein Problem dieses Spiels ist ja beispielsweise, dass wir keine Superfähigkeit haben, mit der wir mal eben irgendwie Schaden entkommen könnten. Ich glaube jetzt... Aber jetzt habe ich sie. Aber ich muss auch aufpassen. Ich habe nämlich kaum mehr Leben. Das war jetzt auch nicht besonders hilfreich. Ah. Oh, oh, oh. Schnell, 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 schnell. Nein, das... Fuck! Scheiße! Hier sind einfach die... Okay, wir haben ihn tot. Hier sind einfach die Zeiten zu langsam. Da kriege ich nicht so gut hin. Wie gesagt, Schnelligkeit, das ist nicht so mein Ding einfach. War es das? Ich hoffe. Ansonsten könnte es schwer werden. Nein, da kommt noch mehr. Naja, eure Lieblingswaffe ist doch die hier. Habt ihr mir doch eben gerade zu verstehen gegeben. Oder... Beide erwischt. Ha! No. Charons Zorn. Eigentlich habe ich ihn noch getroffen. Wir haben doch sogar schon die Zielerfassung gesehen, oder? Das war es jetzt aber hoffentlich, oder? Kalliope, mein Kind, lass mich zu dir. Obwohl ich weiß, dass du es nicht bist, aber egal. So, mehr Gegner treffen mit Charons Zorn und das ist das Maximum. Jetzt können wir nur noch eine einzige Sache verbessern und das ist die Morgenröte. Wahrscheinlich würden wir da auch dann ein Achievement bekommen, wenn wir alle Sachen verbessert haben. Ich bin gespannt, ob wir es so weit schaffen werden. Ob wir noch 5000 Seelen bekommen werden. Wenn ja, wäre das sehr episch. Denn Achievements und so. Trophäen. Ich sammle sie in meiner Trophäensammlung. Auf meinem großen Anwesen. In Südengland. Nee, England ist gerade schlecht wegen Corona. Weiß ich auch nicht.